Hi Leute, vielleicht könnt ihr es schon erkennen, ich bin nicht geschminkt und ja, ihr seht es ja natürlich auch am Titel. Ich mache jetzt mit bei der No Mirror Make-up Challenge und ich bin ehrlich gesagt schon ein bisschen aufgeregt deswegen und ja, ich sehe auch total verheult aus und zwar habe ich gerade das Staffelfinale von Desperate Housewives geguckt und musste ganz viel weinen. Ja, und nichtsdestotrotz kommen wir jetzt zu was Erfreulichem und ja, also eher für euch erfreulich, weil ihr euch bestimmt wegbissen werdet, wie ich mich dann schminke. Und ich habe auch noch keine Ahnung, wie das überhaupt werden soll. Ich bin natürlich, sitze jetzt nicht an meinem Schminktisch, sondern am Fenster und ich zeige euch das auch mal gerade. Nicht, dass ihr denkt, ich würde jetzt hier cheaten oder so. So, Moment, ich mach mal einmal rundum. Also ich sitze jetzt hier wirklich vorm Fenster und da ist kein Spiegel und gar nichts. Und ja, so. Und mein Display switche ich natürlich auch gleich um. Da zeige ich euch auch noch mal einen Spiegel dann. Moment. Dass ich das beweisen kann, dass ich den umgeswitcht habe. So, ich halte ihn jetzt immer so. So, sieht man? Wieso halte ich denn das hier so ein bisschen? So, Moment, genau. Also hier ist meine Kamera und ich switche den jetzt um. Okay, den mache ich nach unten. Okay, und dann lege ich jetzt mal los. Gut, okay, beruhigen. So, ich fange an mit der Kiko Foundation 3D Lifting. Ich denke mal, das wird noch das Einfachste sein. Ich mache jetzt einfach mal so mein Basic Make-up, was ich so jeden Tag trage. Und sollte ja eigentlich nicht so schwer sein. So, ich gebe so ein bisschen auf den Handrücken. Und haben meinen Pinsel vergessen vorzubereiten. Moment. Okay. Nehme meinen Foundation-Pinsel und ja, trage meine Foundation auf. Man weiß wirklich nicht, wo man hingucken soll. Das ist echt bescheuert. Ich hoffe, meine Nachbarn stehen hier vom Fenster und sehen das. Sie denken, oh, ich hab sie nicht mehr alle. Das denken die eh. Okay. So ein bisschen auf dem Auge, ein bisschen um den Hals runter. Ich denke mal, Foundation wird jetzt nicht so schwer sein. Denke ich jetzt mal, wie alles andere. Ich hoffe, ich habe es jetzt gut verteilt. Ich bin mir jetzt nicht sicher. So. So. Foundation. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob ich genug habe oder zu wenig. Oder ja, egal. Okay. Das war die Foundation und ich sehe gerade auf. Fuck. Ich habe vergessen, meine Lidschattenbase auch hinzulegen. Ich hole sie gerade. Oh, so. Jetzt kommt die Eyebase dran. Von Kiko, die kennt ihr ja bestimmt schon. Und gibt die auf. Oh, ich habe mir fast ins Auge gefasst. Auf die Augen. So. Gott, ich bin echt gespannt, wie das dann aussehen wird. Das schwere Teil kommt ja noch, ne? Ist ja alles jetzt noch easy. So. So. Und dann. Oh Gott, soll ich erst die Augenbrauen machen? Ich habe Angst vor den Augenbrauen. Ah, ich. Nein, ich mache erst Lidschatten. Okay. Ich mache erst Lidschatten. Ich nehme von Guerlain meine Palette. So. So sieht die aus. Und dann nehme ich jetzt so einen Pflaumeton. Pflaumetobton. Ja. Und mein Pinselchen dazu. Da ist auch ein Spiegel drin, aber ich lege das bewusst auf den Boden, ja? Oder ich mache es zu, so, dass ihr nicht denkt, dass ich da reingucke. Oh Gott, wie viel Zeit habe ich denn jetzt? Okay. So. Komisch, echt. So. Eine Seite. Und jetzt nehme ich noch. So. Andere. Ich komme mir so blöd vor. Oh Gott.
So. Wahrscheinlich hängt mir die Hälfte jetzt unterm Auge. Okay. So. Ja. Gut. Das war's dazu. Dann nehme ich diesen Taubton hier mit meinem Verblendungspinsel und ja, versuch's zu verblenden. So. Ungefähr. Die Lidfalte. Nimm nochmal die Farbe. So. Bild alles runter. So. Andere Seite. So. Also beim Verblenden, glaube ich, weiß ich jetzt nicht, aber kann man, glaube ich, nicht so viel falsch machen. Wir werden es sehen. So. Dann, ja, dann nehme ich für meinen Alltagslook, das nehme ich wirklich sehr oft von Chanel, diese Creme-Lidschatten. Das ist der Illusion, ja, d'Ombre. Und die Nummer ist die 83. Sieht so aus. Und den gebe ich mit dem Finger auf, was eigentlich ja nicht so schwer sein sollte, denke ich mal. So. So. Die sind echt so toll. Ich liebe die so. Die verteilen sich wirklich toll und man hat keine Ränder oder die setzen sich nicht in die Rille ab. Und ich habe das ja schon öfters gesagt, aber wirklich auch nach einem langen Tag sieht der echt noch gut aus. Also deswegen trage ich den eigentlich zur Arbeit ganz gerne. Wo man da ja wirklich die meiste Zeit verbringt, leider. Leider Gottes. So. Ich hoffe, das sieht mein Chef nicht. Okay. So. So sieht's aus. Sehr hübsch bestimmt, ne? Soll ich nochmal so? Vielleicht habe ich da was hängen. Okay, dann gehe ich jetzt mal an die Augenbrauen. Ich glaube, das ist das Schlimmste. Ich nehme jetzt als allererstes von Chanel meinen Augenbrauenstift. Ich benutze zwei verschiedene und noch Augenbrauenpuder. Ich hoffe, das kriege ich jetzt so schnell hin. Weil ich will das Video nicht schneiden. Ich weiß, ihr denkt, ich habe zwischendurch in den Spiegel geguckt. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wo sind denn meine Augenbrauen? Ah, das wird so schlimm, wirklich. So. Also, das ist echt schlimm. Ich mache jetzt einfach, ja, das wird eine Katastrophe. Oh Gott! Oh Gott! Ich habe überhaupt kein Gefühl, überhaupt nicht. Ey, geht gar nicht, ne? Andere Seite. So. Ja. So. Farbe Nummer Uno. Und dann nehme ich nochmal von BU einen, weil der eigentlich dann... Ich habe immer das Gefühl, wenn ich die beiden mische, dann kommt ungefähr meine richtige Farbe raus. Gebe ich den nochmal drüber. Oh Gott, ich sehe bestimmt so schlimm aus. Oh Gott. So. So. Und dann nochmal mein Augenbrauenpuder von Essence. Ich glaube nicht, dass es jetzt noch was retten kann an dem super geilen Look, aber okay. Dann nehme ich die helle Farbe und ja, gehe da nochmal drüber, um das so ein bisschen zu fixieren. Den tollen Augenbrauenstift. Oh Gott. Andere Seite. Okay. Ja, das sind meine Augenbrauen.
Bin ich hübsch? Okay, und dann nehme ich, oh Gott, ja, Eyeliner. Eyeliner wird auch geil, mein Eyeliner. Mein Liquid Eyeliner von Maybelline. Und ja, auch da habe ich meinen, oh, meinen Pinsel vergessen. Moment, sorry. Ja, hier ist er. Das ist mein, ja, mir liegt schon die Hälfte auf dem Boden. Das ist mein Eyeliner-Pinsel. Ja, das wird natürlich jetzt bestimmt auch total geil aussehen. Oh Gott. Ah, oh, okay. Oh, ich habe Angst, dass ich mir ins Auge piekse. Oh. Versuche mal dicht am Wimpernkranz zu bleiben. Aber das ist wahrscheinlich nicht möglich. Noch ein bisschen mehr. Das ist echt schwierig. Mein Gott. Es ist echt schwer. Katastrophe. Andere Seite. Ich glaube, ich kann mir Mühe geben, wie ich will. Es wird einfach scheiße aussehen. Das, oh Gott. Das nochmal hier. Oh Gott. Hier unten. Ah. Ich piek's mir gleich ins Auge. Ja. Das ist mein wunderschöner Lidstrich. Puh. Yeah. Und dann, ja, die Wasserlinie sollte zu treffen sein, nämlich mein MAC Eye Pencil in der Farbe Ebony. Und gebe den auch meine Wasserlinie. Ich, ja. Okay, doch nicht so einfach. So. Und andere Seite. So. Und ich gebe dann immer noch mal so ein bisschen Lidschatten mit dazu. Nehme ich wieder diese Palette und nehme den Pinsel hier und gebe wieder diesen Pflaumeton hier unten noch mit runter, wenn das geht. So. Und andere Seite auch noch mal. Gott. So. Wenn jetzt die Kamera nicht aufnimmt, flippe ich aus. Na? Ich habe irgendwie so ein ungutes Gefühl. Oh Gott. So. Ja. Gleich bin ich eine wunderschöne Prinzessin. Und dann, die Wimperntusche habe ich auch vergessen. Moment. Wimperntusche, Wimperntusche, Wimperntusche. Okay. Okay. Wimperntusche habe ich. I Love Extreme nehme ich dann. So. Ich glaube, das ist nicht so schwer. Das geht eigentlich. So, und nach unten. Untentaschen. Dann nehme ich eigentlich nie die I Love Extreme, weil die so ein großes Bürstchen hat. Die nehme ich eigentlich lieber für oben. Aber jetzt habe ich keinen Bock, nochmal zum Schminktisch zu rennen. So. Mal hier unten. Ich hoffe, ihr schlaft nicht schon ein. So, das ist mit Wimperntusche. Und, ah ja, ein bisschen Bronzer mache ich noch drauf. Nämlich den von Kiko. Ja, dass ich nicht ganz so käsig bin. Total maßlos. So. So, ein bisschen am Hals. Und dann nehme ich noch mein Inglot Rouge, was ich total gerne mag. Das ist die Nummer 51 und die haben echt eine intensive Farbabgabe, weil ich total gut finde. Sieht so aus, die Farbe. Und genau, nehme mit meinem Rouge-Pinsel, das dürfte jetzt nicht so das Problem sein. Gehe so ein bisschen auf meine Wangen. Bestimmt viel zu viel. Oh Gott. Yeah. Ein bisschen noch am Kinn. So.
So. Sieht schon aus wie ein Clown, ne? Und dann nehme ich noch, ja, den Lippenstift. Dann nehme ich von MAC den Angel. Das dürfte jetzt wirklich kein Problem sein. Ja. So. Der ist mir hoffentlich wenigstens gelungen. So sieht er aus. Ja, und dann bin ich fertig mit meinem Look. Jetzt schaut mal. Ich zeige es mal von da, bevor ich es sehe. Also ich habe es noch nicht gesehen, ja? So. Meine Augenbrauen sind bestimmt das Geiste. Ich kann es schon fühlen. Okay. Und jetzt drehe ich mal dieses Ding um. Und schauen wir mal, wie ich aussehe. Oh Gott. Ah, ich traue mich gar nicht. 1, 2, 3. Ah, andere Richtung. Ach, ich voll Trottel. Moment. So rum. Oh. Ja, okay, die Augenbrauen sind geil, ja? Aber, ach, es geht. So schlimm ist es gar nicht, oder? Ja, okay. Was ist das hier überhaupt? Schon dahin gemalt. Ja, also, ja, die Augenbrauen sind schon ziemlich geil geworden. Dann auch mein Lidstrich. Also abschminken muss ich mich auf jeden Fall wieder. Aber ich denke, so schlecht ist es jetzt auch nicht, oder? Sag mal ehrlich. Wie lustig. Okay. Also von Weitem so, von Weitem geht sogar, ja? Von ganz Weitem. Ja, coole Sache. Okay, bin fertig mit meinem wunderschönen Make-up. Und ich glaube, es haben sowieso schon fast alle mitgemacht. Ich bin mal wieder ein bisschen zu spät dran. Und ich würde aber trotzdem gerne wollen, dass die, ich glaube, die hat es noch nicht gemacht, die Sandmilima mitmacht. Mach da auch mal die No Mirror Make-up Challenge, die ist echt lustig. Und ja, ansonsten viel Spaß. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht beim Zugucken und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, ciao!